Hallo allerseits, geliebte Geschwister und ein herzliches Willkommen zurück. Heute werden wir uns mit dem Glauben befassen, was er ist, was er bedeutet und noch viel mehr. Wie immer werden wir alles mit dem Wort Gottes untermauern. Glaube bedeutet, auf das zu vertrauen, was man nicht sieht. Hebräer 11. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Der Apostel Paulus sagte, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5,7. Wie immer der Kontext. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir allezeit getröst und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Der Glaube vertraut nicht auf Kontostände, Schlagzeilen, was man sagt oder den Bericht des Arztes. Sehen wir uns an, wie der King James Version Textus Receptus Glaube definiert. Okay, ich habe das Wort Faith in Englisch eingegeben. Wie man sieht, es kommt nur vor in das Neue Testament, komischerweise. Ne? Das Wort Your Faith. Okay. Okay. Schauen wir uns das Strongs an. Faith. Your Faith. Da. G4102. Und dann übersetzen wir das in Deutsch. Pistis heißt das. Das Wort Glaube heißt Pistis. Und hier ist die Definition. Wir machen das in Deutsch. So. Überzeugung von der Wahrheit von irgendwas, irgendetwas. Glaube im Neuen Testament, eine Überzeugung oder eine Glaube, der die Beziehung des Menschen zu Gott und göttlichen Dingen respektiert. Im Allgemeinen mit der darin enthaltenen Idee von Vertrauen und heiligen Eifer, die aus dem Glauben geboren und damit verbunden sind, auf Gott bezogen hier, die Überzeugung, dass Gott existiert und der Schöpfer und Herrscher aller Dinge ist, der Spender und Geber der ewigen Erlösung durch Christus, in Bezug auf Christus, eine starke und willkommene Überzeugung oder Überzeugung, dass Jesus der Messias ist, durch den wir ewige Erlösung im Reich Gottes erlangen. Die religiösen Überzeugung der Christen, Glaube mit der vorherrschenden Vorstellung von Vertrauen oder Zuversicht, sei es in Gott oder in Christus, der aus dem Glauben an denselben entspringt. Und das Letzte ist Treue, der Charakter von jemandem hier, auf den man sich verlassen kann. Okay. Während die Welt auseinanderzufallen scheint, steht unser Glaube sicher auf den felsenfesten, vertrauenswürdigen Versprechungen Gottes und seines Wortes. Der biblische Definition des Glaubens geht über den Kopfglauben, also die einfache Anerkennung, dass Gott existiert, hinaus und reicht in den Bereich des Vertrauens. Zum echten Glauben gehört es, jegliches menschliche Vertrauen auf eigene Anstrengungen aufzugeben und sich völlig auf Gottes Charakter, seine Taten und seine Versprechungen zu verlassen, wie sie in seinem Wort offenbart sind. 2. Korinther, Kapitel 4, fangen wir 17 an. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbare ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Gnade Gottes ist eine unverdiente Gunst, die er jeden schenkt, die auf seine Erlösung vertrauen durch den Glauben an Jesus Christus. Okay, wir sind in Epheser, Kapitel 2.
fangen wir um 4 an. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten der überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Gute an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich ruhm. Es ist seine Gnade durch unseren Glauben an das, was Jesus getan hat, nicht das, was wir tun, die uns von der Sünde erlöst. So, wir sind in Römer 3, fangen wir bei 23 an. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wir müssen auf das vertrauen, was Jesus getan hat, und nicht auf unsere eigenen Werke oder unser eigenes Verständnis der Erlösung. Wir müssen sehr, sehr darauf achten, Jesus für sein vollendetes Werk stets alle Ehre zu erweisen. Niemand wird sich seinen Weg in den Himmel selbst verdienen. Wir können den Herrn niemals durch unsere eigenen Werke seiner Herrlichkeit berauben. Der Glaube an Jesus Christus ist der einzige Weg. Das Gekaufte ist die Erlösung unserer Seelen, erkauft durch das Blut unseres Herrn und Erlösers. Wie er starb, sein Blut vergoss, begraben wurde und am dritten Tag wieder auferstand, den Tod besiegte und uns somit, die wir glauben, ewiges Leben schenkte. So, 1. Korinther 15, 1-4, das ist der Evangelium, durch den wir gerettet werden. Und es kommt durch der Verkündigung. Und das schauen wir uns gleich nochmal an. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hattet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. So, Römer 10, die Wichtigkeit der Verkündigung des Evangeliums. Fangen wir um 12 an. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den Herrn anrufen, den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von denen sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben das Evangelium gehorcht, den Jesaja spricht. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung aber durch Gottes Wort.
Der Glaube entsteht durch die Verkündigung des Wortes Gottes, was auch unsere Seele berührt und in uns wirkt, wenn wir es lesen. Wenn wir also hören wollen, wie Gott zu uns spricht, lesen oder hören wir die Bibel. Der Heilige Geist aber spricht durch unser Gewissen zu uns. Aber wir müssen vorsichtig sein, es zu erkennen, denn der Teufel kann auch in unsere Gedanken eindringen. Diejenigen, die diesen Kanal regelmäßig sehen, wissen, dass es hier nur um die Heilige Schrift geht und nicht um meine persönliche Meinung. Hier wird die Bibel verkündet. Und genau das tun wir auf diesem Kanal. Wir lesen und hören auf das Wort Gottes. Das ist unsere Nahrung für die Seele, die uns stärker macht. Unsere Seelenfutter. Wir stärken unseren Glauben vor allem durch die Bibel, aber auch durch die Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern. Gott hat uns sein Wort gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes, und es heißt, dass es von Anfang an da war, wie wir sehen in Johannes 1,1. Okay, wir sind in Johannes Kapitel 1 und hier sehen wir, dass das Wort Gottes wurde Fleisch. Also die Bibel, die wir haben, ist Gott. Okay. Johannes berichtet von Jesus. Kapitel 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes wies immer wieder auf ihn hin. Diesen habe ich gemeint, rief er, wenn ich sagte, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht, denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Die Bibel sagt uns, dass wir aufgrund der Schöpfung selbst keine Entschuldigung haben, nicht zu glauben, von Unglauben und seine Folgen. So, Römer Kapitel 1, 18 durch 32. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Sie tun, was Gott missfällt, und treten so die Wahrheit mit Füßen. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben,
wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen von sterblichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und schmutzigen Leidenschaften überlassen, so dass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehren. Die Frauen haben die natürliche Sexualität aufgegeben und gehen gleichgeschlechtliche Beziehungen ein. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Männer treiben es mit Männern, ohne sich dafür zu schämen, und lassen ihrer Lust freien Lauf. So erfahren sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib. Gott war ihnen gleichgültig. Sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und folglich tun sie Dinge, mit denen sie nichts zu tun haben sollten. Sie sind voller Unrecht und Gemeinheit, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord. Voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie weigern sich, auf ihre Eltern zu hören, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Trotzdem machen sie so weiter wie bisher. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Okay, ich würde was hinzufügen dazu, so eine Römerpassage. Hier steht die Wäscheliste von Sünden, kennt ihr ja. Unzucht, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder und. Ich möchte einen Vers hinzufügen zu dieser Passage und hier steht es in Vers 11. Und solche seid etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und den Geist unseres Gottes. Und dann geht Paulus weiter natürlich, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Okay. Wir sind gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und im Geist des Gottes, weil wir glauben. Okay. So, die Bibel ist irgendwie Gott. Wenn wir hören wollen, wie Gott zu uns spricht, müssen wir die Bibel lesen oder in manchen Fällen, wie bei blinden Menschen, hören und sogar fühlen. Ein wahrer Gläubiger verfällt vielleicht in Ungehorsam und kämpft mit Zweifeln, aber ein wahrer Gläubiger wird niemals auf Christus verzichten. Ein echter Gläubiger kann niemals Ungläubiger werden, weil er sie oder sie durch den Geist Gottes wiedergeboren wurde. Der Heilige Geist wird uns verfolgen und uns zurückbringen, wenn wir den Unglauben verfallen. Wir werden als echte Gläubige in der Hand Jesus gehalten und nicht nur das, sondern auch in der Hand des Vaters. Und Gott verliert nichts. Amen. So, Johannes 10, hier spricht Jesus und wir fangen bei 27 an. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. So, hiermit hören meine Stimme bedeutet nicht so, wie ihr mich jetzt hört, also audible. Ne? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihm ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, die sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Also sehen wir hier, dass wenn wir glauben,
Jesus hält uns fest in seiner Hand und der Hand des Vaters, ne? Der Hand des Vaters hält seine Hand fest. Also wir sind doppelt gesichert, wenn wir glauben. Okay. Okay, wir haben einige Aspekte des Glaubens behandelt. Man könnte wahrscheinlich den ganzen Tag darüber reden. Aber ich bin so dankbar für eure Zeit und ihr Vertrauen in diesen Kanal. Machen wir also Schluss für heute. Bitte klicken auf den Gefällt mir-Button, dadurch wird der YouTube-Algorithmus angewiesen, dieses Video mit mehr Leuten zu teilen. Ich liebe euch alle im Herrn und freue mich darauf, euch alle bei unseren Treffen, bei der Entrückung zu treffen.